Ja, hallo erstmal. Also ich bin Nico. Ich arbeite beim IBR und beschäftige mich seit ungefähr 4 Jahren mit Intel Software Guard Extensions oder abgekürzt SGX. Steht auch auf diesem tollen Flipchart da, die auf der Software Party entstanden ist. Ich wollte euch einfach mal erzählen, was das ist, warum ist das toll, warum ist das vielleicht nicht toll. Alle Meinungen, die ich hier erzähle, sind meine eigenen, nicht notwendigerweise die meines Arbeitgebers. Okay, fangen wir mal an. Also, was ist das? Intel SGX ist halt eine Erweiterung für die x86-Architektur von Intel. Gibt es seit der Skylake-Architektur in so ziemlich jedem Intel Desktop, Mobile und Mini-Server-Prozessor, sage ich jetzt mal, also diese kleine Xeon-Serie. Und es erlaubt die Erstellung von sogenannten Enklaven. Und die Enklave ist so ein kleiner, isolierter, sagen wir mal, Bereich, der irgendeiner normalen Anwendung gehört. Und die Idee ist, dass ich halt irgendwelche sensitiven Daten dort sicher verarbeiten kann in der Enklave. Und ich habe meine normale Anwendung und nehme dann einen kleinen, wirklich maßgeschneiderten Teil quasi da raus, packe den in eine Enklave und dann ist plötzlich alles sicher, in Anführungszeichen. Warum ist das sicher? Jeglicher Speicher, den die Enklave benutzt und zur Verfügung hat, ist verschlüsselt. Also transparent durch die MMU im Prozessor. Und die Integrität der Enklave ist dadurch verifiziert oder wird halt verifiziert durch die Erstellung, wird vor der Erstellung verifiziert durch halt SGX selber. Wie das genau funktioniert, komme ich dann noch drauf zu. Und die Idee ist, dass ich halt mein Vertrauen, das ich in diese Plattform stecken muss, reduzieren kann auf Intel und das CPU-Package. Ob man jetzt Intel vertrauen möchte oder nicht, ist jetzt eine Frage, die man sich stellen muss. Warum will ich das benutzen? Ich habe mir mal 3 Seiten überlegt, von denen man das betrachten kann. Also die Idee ist, ich habe irgendwie Software, die von mir stammt und ich möchte die auf meinem System laufen lassen. Dann brauche ich wahrscheinlich kein SGX, weil ich vertraue ja normalerweise meinem Laptop, meinem Rechner oder wie auch immer. Jetzt gibt es ja leider Malware und Viren und was nicht alles und die irgendwie meine Daten klauen wollen. Also könnte ich potenziell SGX dazu benutzen, um irgendwelche Geheimnisse vor dieser Malware zu verstecken. Zum Beispiel irgendwelche PGP-Schlüssel, also Private Keys oder SSH-Schlüssel oder wie auch immer. Aber der Use Case ist noch nicht so interessant. Interessanter ist es, wenn ich Software habe, die ich irgendwo anders laufen lassen möchte, aber ich vertraue diesem anderen Ort nicht. Ich möchte das machen, weil da irgendwie ein viel geilerer Rechner steht, zum Beispiel irgendwie die Cloud, aber ich vertraue Amazon nicht oder ich vertraue Microsoft nicht oder Google oder wie auch immer. Und die Idee ist halt jetzt, dass ich halt irgendwie Computation haben kann, ohne dass ich meine Daten irgendwie preisgeben muss. Und das kann halt sowas Banales sein wie meine SSH-Host-Keys und immer wenn ich mich einlogge, wird das halt einmal durch die Enklave geschliffen oder meine Disk-Encryption wird durch die Enklave gemacht oder wie auch immer. Oder man hat solche Fälle wie ich habe irgendwelche medizinischen Daten oder genetisches Material, was ich irgendwie analysieren möchte und das ist natürlich so High-Privacy-Data, die natürlich irgendwie nicht irgendwie leaken sollen und die nicht der 0815-Support-Mensch bei Amazon reingucken soll. Deshalb mache ich das alles in der Enklave und alles ist toll. Also, Quintessenz, ich kann Sachen machen, ohne dass der Provider sieht, was ich tue. Dann funktioniert natürlich auch die andere Richtung. Jemand anders kann Software auf meinen Rechner tun, ohne dass ich sehe, was dieser Mensch tut oder diese Software da tut. Warum machen die das? Naja, weil die mir nicht vertrauen. Ich bin ja böse. Zum Beispiel irgendwelche proprietäre Software kann halt irgendwelche Geheimnisse erstellen und dann von mir verstecken. Kann man zum Beispiel benutzen, um irgendwie Digital Rights Management zu implementieren. Wird auch tatsächlich gemacht. Wenn ihr 4K Blu-Rays an eurem Windows-Rechner gucken möchtet, über Cyberlink Power DVD, dann wird diese 4K Blu-Ray in einer Enklave entschlüsselt. Und dort auch transparent wieder mit HDCP verschlüsselt an die Grafikkarte weitergegeben, sodass halt dieses encryptete Bildmaterial nie irgendwie im RAM quasi rumliegt und abgestöpft werden kann. Aber der HDCP-Schlüssel ist bekannt. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Okay. Aber ja. Aber der Ob jetzt HDCP kaputt ist, ist halt die andere Sache. Der Teil ist dann sicher. Genau, also das ist wie DE-Mail, ne? HDCP ist halt einfach sicher, aber der Teil darf, ne? Also ja. Genau. Oder man baut solche Sachen wie, ich kann meine Software nur x-mal starten oder ich kann Feature Y nur x-mal benutzen oder wie auch immer. Also jemand anders kann Dinge tun, ohne dass ich sehen kann, was da passiert. Genau. So, jetzt
hier oben gibt es so ein paar Punkte, an denen ich mich langhalten möchte. Ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen nur ganz viel technische Details reden, dann über etwas, das sich Attestation nennt. Da kann man sich verifizieren lassen, dass Enklaven wirklich Enklaven sind. Dann, wie funktionieren eigentlich so persistente Daten in Enklaven? Dann Dinge zum Software Development Kit. Dann Angriffe. Angriffe sind immer sehr schön. Und dann halt, ja, wie sieht es eigentlich gerade aus und was mit der Zukunft? Okay, also, Überblick nochmal. Enklaven sind Teile von normalen Anwendungen, aber noch weniger privilegiert. Und sie leben in irgendeinem speziellen Speicherbereich. Enklaven können auch nur aus dem User Space aus gestartet werden. Es kann keine Kernel-Enklaven geben, also einfach die Instruktion, um eine Enklave zu betreten, nicht im Kernel ausgeführt werden kann. Allerdings können Enklaven nur im Kernel-Space erstellt werden. Das heißt, der User-Space fragt den Kernel an, hey, kannst du mal bitte Enklave X erstellen? Dann macht der Kernel das und dann kann ich diese Enklave als User-Space betreten, allerdings der Kernel nicht. Eine Enklave kann keine System-Calls machen. Wenn man versucht, die Instruktion int oder syscall auszuführen, dann faultet das und das war's. Das geht nicht. Generell kann man auch ein paar andere Sachen nicht machen, zum Beispiel kann die Enklave kein CPU-ID ausführen. Warum steht in der Spec, da stehen irgendwelche Dinge wie, ja, kannst du einem VM-Exit führen und keine Ahnung, was weiß ich. Da gibt es so eine ganze Liste mit Instruktionen, die man alle nicht machen kann, weil die potenziell Seiteneffekte haben, die Daten leaken können. Und das will Intel nicht, deswegen werden die verboten. Ich kann auch nicht direkt irgendwie in eine Enklave reincallen. Also ich kann nicht irgendwie call und dann die Adresse irgendeiner des Speicherbereichs der Enklave machen oder irgendwie einen Jump oder wie auch immer. Das funktioniert alles nicht. Wenn ich die Enklave betreten möchte, muss ich das über eine spezielle Instruktion an einem prädefinierten Einstiegspunkt machen. Genauso kann, wenn ich in der Enklave bin, nicht einfach wieder raus. Also ich kann nicht einfach einen Jump nach draußen machen oder einen Caller, wie auch immer. Es gibt eine spezielle Exit-Instruktion wieder. Allerdings kann die Enklave bestimmen, wo sie hin exiten möchte. Das ist nicht festgelegt oder nicht irgendwie festgeschrieben. Und wie gesagt, ich kann irgendwie Secure Computation haben, allerdings muss das in Kooperation mit der anschließenden Software passieren. Denn wenn ich keine System Calls machen kann, kann ich auch nicht dem Kernel sagen, schreib mal was auf die Platte oder schreib mal sonst was oder kann ich mit dem Netzwerk reden. Das heißt, immer wenn ich irgendwie was mit der Außenwelt interagieren möchte, muss ich das in Kooperation mit der untrusted oder der nicht vertrauenswürdigen Anwendung machen, zu der quasi die Enklave gehört. Die Enklave kann den Speicherbereich der untrusted Anwendung lesen. Das heißt, was sie machen kann, ist, sie kann irgendwie einen Buffer erstellen, irgendwelche Daten reinschreiben, der Enklave einen Pointer darauf geben. Die Enklave kann einfach diesen Pointer nehmen und daraus lesen und dann potenziell auch irgendwelche Antworten dahin zurückschreiben. Aber die untrusted Anwendung kann nicht den Enklavenspeicher lesen. Genau, gucken wir uns das mal an. Also, ich habe gesagt, es gibt einen speziellen Speicherbereich. Das ist der sogenannte Enclave Page Cache. Hat eigentlich nichts mit einem Cache zu tun. Keine Ahnung, warum es so heißt. Es gibt auch noch was anderes. Das ist die sogenannte Processor Reserved Memory oder PRM. Ich verwende das so halb synonym in den Slides. Das ist eigentlich falsch. Ich versuche das so ein bisschen zu entzerren. Also, es gibt irgendwie einen speziellen Speicherbereich. Diese in aktuellen Implementierungen von SGX ist der immer Teil des Systemspeichers. Man könnte, also die Spec sagt nicht, dass das so sein muss. Man könnte potenziell auch extra irgendwie einen Chip auf dem Mainboard haben oder wie auch immer. Aber in aktuellen Implementierungen ist es Teil des Systemspeichers und wird halt Processor Reserved Memory genannt. Der hat in aktuellen Implementierungen eine maximale Größe von 128 Megabyte oder 32.768 4 Kilobyte Pages. Das ist sehr klein. Das ist zu wenig und Intel sagt, ja, das erhöhen wir in der Zukunft. Der PRM ist immer verschlüsselt. Das heißt, es gibt eine Memory Encryption Engine in der CPU, die beim Boot irgendwelche Schlüssel generiert, die auch nur in der CPU in irgendwelchen speziellen Registern gehalten werden und die CPU nicht verlassen. Wenn die CPU in irgendeinen Sleep- oder tieferen Sleep-Modus geht, so S3, S4, S5, dann werden diese Keys vergessen. Und quasi beim Aufwecken, ja, werden halt einfach neue generiert. Und dann kann halt der aktuelle PRM nicht mehr gelesen werden. Das heißt auch, dass Enklaven halt nicht irgendwie Ruhezustand und potenziell tiefere Standby-Modi überleben. Genau. Das ist jetzt schön, dass das verschlüsselt ist. Wie sieht das mit der Integrität aus? Ja, es gibt einen Integritätsschutz, nämlich durch ein Hash-Tree. Also durch einen Hashbaum. Der Root-Hash oder der Wurzel-Hash ist innerhalb des CPU-Packages und der ist halt ein Hash über Seiten selber, die halt im PRM liegen. Das heißt, wir haben hier irgendwie ein bisschen Speicher benutzt, um halt diesen Baum zu speichern. Dieser Baum ist quasi, enthält die Hashes über die ganzen anderen Seiten. Und somit habe ich quasi einen kompletten Integritätsschutz.
über den PRM. Jedes Mal oder immer, wenn darauf zugegriffen wird, sei es durch ein Read oder durch ein Write, wird ein Integritätscheck gemacht. Wenn dieser Integritätscheck fehlschlägt, dann hält die CPU hart an. Kann man sich überlegen, ob das gut ist. Kommen wir später drauf zu. So, das heißt, wir haben jetzt von unseren 128 Megabyte, die ich hier erzählt habe, haben wir jetzt irgendwie ein bisschen was für den Baum gebraucht. Ja, okay, hier steht jetzt EPC, ne, eigentlich halt, da steht EPC, weil der Rest quasi dann der EPC für die eigentliche Enklave ist. Unser EPC wird halt kleiner. Jetzt ist das natürlich nicht so geil, weil es ist ja ein bisschen wenig Speicher. Also hat Intel sich gesagt, ja, wir supporten Swapping. Das heißt, man kann irgendwie Seiten, die hier sind, nicht auf Disk auslagern, sondern halt in den normalen Hauptspeicher auslagern. Wenn man das macht, braucht man trotzdem immer noch eine Seite, die irgendwelche Versionsinformationen hält. Man kann halt diese gleiche Seite benutzen, um, ich weiß gerade nicht, wie viele Seiten auszulagern, aber man braucht halt so eine Versionsseite, um halt, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal ganz blöd, 1000 echte Seiten halt auszulagern. Da werden dann nochmal Hashes drin gespeichert und so weiter. Die Seiten können auch rausgeswappt werden. Natürlich braucht man dann halt wieder Versionsseiten, um halt diese Versionsseiten und so weiter und so fort. Das ist extremst langsam. Vor allem, weil die Seiten natürlich irgendwie wieder re-encrypted werden müssen, dann werden die irgendwie abgelegt und jetzt müssen irgendwelche Integrität geschützt werden und gecheckt werden und bla bla bla. Das funktioniert alles super. Oh. Das ist aber total langsam. Aber es funktioniert. So. Dann gibt es noch eine Datenstruktur, die uns Platz wegnimmt, die sogenannte Enclave Page Cache Map. In aktuellen Implementierungen liegt die auch im quasi im PRM. Die Spec sagt, es ist eine Micro-Architectural Data Structure und hintet so ein bisschen darauf, dass sie eigentlich auch woanders liegen könnte, so in ihrem eigenen Chip oder wie auch immer. Die ist eigentlich nur dazu da, um den Zustand aller Seiten im EPCM zu tracken. Also da gibt es halt Einträge für jede einzelne Seite im EPC. Da stehen solche Dinge drin wie, ist diese Seite irgendwie irgendwo hingemappt? Wie sehen die Permissions aus? Zu welcher Enklave gehört die? Wie sieht der Page-Typ aus? Ja, solche Sachen. Wenn man das dann alles davon abzieht, kriegt man diese magische Zahl von 93 Megabyte. Man hat nämlich exakt 93 Megabyte Speicherplatz für seine Enklaven im Systemrahmen. Wie gesagt, Enklaven können ja größer sein, weil wir können ja swappen. Genau. Und natürlich die Größe des EPCM und des Hashtrees gibt halt an, wie groß der EPC eigentlich ist. Ne? Wenn ich den EPC größer machen will, muss ich den EPCM und den Baum größer machen. Genau. Dann wollen wir mal exemplarisch mal so eine Enklave aufbauen. Was brauchen wir dafür alles? Also. Das erste ist eine sogenannte SGX Enclave Control Structure, SECS. Davon gibt es exakt eine pro Enklave. Da gibt es so Metadaten drin, wie die Größe der Enklave, der Hash über die gesamte Enklave, halt noch ein bisschen auf andere Zeugs. Zu der Größe sei gesagt, eine Enklave muss eine Größe haben, die immer eine Zweierpotenz ist in Byte. Keine Ahnung warum. Intel möchte das so. Diese Seite ist nicht zugreifbar, egal von wo. Man sagt der CPU irgendwie, ja, man möchte die jetzt anlegen und befüllen, dann legt die an und befüllt die und man kann dort nie wieder drauf zugreifen. Wenn man dahin versucht zu lesen, funktioniert das nicht. Schreiben funktioniert nicht, egal ob man selber die Enklave ist und versucht auf seine eigene SECS zuzugreifen, es funktioniert einfach nicht. Nur die CPU und das SGX-Subsystem kann darauf zugreifen. Und die wird sowieso nicht verändert nach der Erstellung, von daher ist egal. Dann möchte ich die Enklave irgendwie betreten können, dafür brauche ich eine Thread Control Structure, TCS. Jede Enklave braucht mindestens eine, weil wenn ich keine habe, könnte ich die Enklave nicht betreten. Die TCS definiert den Einstiegspunkt in die Enklave, also quasi die Adresse innerhalb des Enklavenspeichers oder beziehungsweise so ein Offset, wo quasi hingesprungen werden soll, wenn ich die Enklave mit dieser TCS betrete. Dadurch, dass ich mehrere haben kann, habe ich auch einfach Multithreading. Wenn ich halt einfach 20 TCS habe, können 20 Threads gleichzeitig auch die Enklave betreten, weil die Anzahl der TCS ist auch gleichzeitig die Anzahl der Threads, die gleichzeitig die Enklave betreten können. Da kann ich auch von außen auch nicht drauf zugreifen, weil liegt ja am EPC. Allerdings kann die Enklave selber Felder daraus auslesen. Die TCS referenziert auch etwas anderes, die sogenannte State Safe Area. Die wird benötigt für den Fall, dass die Enklave ein Interrupt bekommt, während sie gerade ausführt. Dann hat sie ja irgendeinen Zustand und der Zustand muss irgendwo weggesichert werden, damit beim Interrupt halt die Daten oder der Zustand nicht verloren geht. Das heißt, ich brauche halt noch so ein bisschen Speicherplatz, da wird das dann automatisch hingeschrieben und nachdem der Interrupt vorbei ist, wird auch da wieder ausgelesen. Dann sollte meine Enklave natürlich auch noch irgendwie seinen eigenen Stack und Heap haben. Sie muss das nicht, nur wenn ich halt irgendwas in der Enklave natürlich auch berechne und den Stack von außen benutze, der nicht verschlüsselt ist,
ist das vielleicht nicht so klug. Genauso wie mit dem Heap. Also der Spec ist es egal, dass, ob ich das jetzt habe oder nicht, aber natürlich sollte man das haben, damit man irgendwie seine Berechnungen auch irgendwie weiter in verschlüsselten Speicher durchführt. Wenn man die Enklave betritt, werden der Stackpointer und der Basepointer automatisch von SGX gespeichert, aber nicht verändert. Das muss man selber machen. Allerdings werden sie automatisch wieder auf die gespeicherten Werte wiederhergestellt. Das heißt, wenn ich die Enklave betrete und dann wieder verlasse, habe ich den Stack und den Basepointer von dem Stack quasi von außerhalb der Enklave, von dem ich gerade kam. Genau. Für den Heap wird gar nichts gemacht. Man braucht irgendwie einen eigenen Allokator innerhalb der Enklave, der weiß, wo der Heap liegt und dann halt daraus Speicher alloziert. Dann brauche ich natürlich irgendwie noch meine eigentlichen Code-Seiten, wo nur mein Code drauf liegt und vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, Daten, also Konstanten, Strings, whatever, keine Ahnung. Das sind jetzt quasi erstmal zum ersten Mal Dinge, die quasi den Entwickler interessieren. Und interessant ist hierbei, dass diese Seiten vor der Erstellung nicht verschlüsselt sind. Das heißt, Enklaven sind immer Plaintext. Man kann immer reingucken, was da jetzt als Enklave gestartet werden soll, als Plattforminhaber, sage ich jetzt mal. Sie werden allerdings identitätsgeprüft. Das heißt, wenn ich da merke, die Enklave tut X, ich möchte aber nicht, dass sie X tut, ich möchte, dass sie Y tut, und ich verändere jetzt diese Codeseiten, versuche die Enklave zu starten, dann sagt die SGX-Plattform, nee, da passen irgendwelche Checksummen nicht mehr, die Signatur passt nicht mehr, das starte ich dir nicht. Also wie gehakt, der Enklavencode und die Daten sind halt quasi öffentlich, bis halt der Start war, weil sobald die Enklave gestartet ist, dann kann der Code sich ja theoretisch selber verändern oder wie auch immer. Das heißt allerdings auch, dass die Enklave keinerlei Geheimnisse beim Start haben kann, weil wo will man die denn ablegen? Man kann sie ja nicht irgendwie da in irgendwelche Konstanten reinschreiben, weil die kann ich ja auslesen. Das heißt, ich brauche irgendwie einen Mechanismus, womit ich der Enklave später Geheimnisse geben kann, nachdem sie gestartet ist. Genau. Und dann habe ich halt noch ein bisschen was übrig und das kann ich halt bei der nächsten Enklave starten oder wie auch immer. Wir haben also dieses ganze Zeugs, was wir halt brauchen, um die Enklave zu machen. Also nochmal zum Recappen, wir haben hier die SECS, die TCS und dann die SSA für Metadaten, Threads, Einstiegspunkte und Interrupt speichern. Wir brauchen Stack, wir brauchen Heap, wir brauchen Code, wir brauchen Daten. All das wird jetzt quasi genommen, durch SHA-256 gejagt. Und das ergibt uns dann ein Hash. Intel nennt das ein Measurement der Enklave. Intel nennt das auch immer abgekürzt in der Spec MR Enclave, oder wenn man Intel-Menschen Vorträge hören, wenn man Vorträge von Intel-Menschen hört, dann nennen die das auch mal Mr. Enclave. Genau. Die Idee ist jetzt dadurch, dass quasi ein Hash darüber gebildet wird, wie diese Enklave gerade erstellt wurde, heißt, dass wenn ich zwei Enklaven habe, die das gleiche Measurement haben, diese Enklave auch dieselbe Enklave sind, weil sie wirklich vom Start aus und dem Startinhalt exakt identisch sein müssen. Es sei denn, SHA 256 wurde gebrochen. Und das wird für die Integritätsprüfung der Enklave verwendet. Das heißt, wenn beim Enklavenstart muss ich angeben, welches MR Enclave ich erwarte. Und wenn das halt nicht mit dem errechneten MR Enclave zum Startpunkt übereinstimmt, dann sagt SGX, nö, das starte ich nicht. Genau, gucken wir uns einmal ganz kurz mal Instruktionen an. Es ist, wie gesagt, teilt sich halt in zwei Bereiche. Es gibt einmal die Kernel-Instruktion und es gibt halt irgendwie User-Mode-Instruktionen. Eigentlich gibt es nur zwei, nämlich Onkel S und Onkel U. Da gibt es dann halt so Sub-Instruktionen. Also man kann irgendwie Enklaven erstellen mit iCreate, dann kann man Seiten hinzufügen mit iAdd, mit iExtend baut man dann halt diese Hash-Summe weiter. Mit iInit sagt man dann, ich bin jetzt fertig. Und dann kann man mit iEnter die Enklave betreten, mit iExit kann man sie wieder verlassen und mit iResume kann man die Enklave fortführen. Was das heißt, zeige ich euch noch nicht. Das brauchen wir für Interrupt Handling, komme ich gleich zu. Wenn ich so eine Enklave entwickeln will, brauche ich keinen speziellen Compiler. Ich muss eigentlich nur sicherstellen, dass ich eine Enklave, dass die Enklave irgendwie self-contained ist. Das heißt, sie muss irgendwie statisch gelinkt sein. Sie kann nicht irgendwie den Dynamic Linker aufrufen, weil wie soll das funktionieren? Sie darf keine System Calls machen, das heißt, wenn ich irgendwie C mache und den GCC habe, dann darf ich halt nicht meine normale Standard-Library benutzen, auch nicht die normalen Standard-Includes und keine Start-Files und keine Default-Libs und kein gar nichts. Das heißt, ich muss meine eigene libc quasi mitbringen. Wenn ich die dann starten will, brauche ich ein sogenanntes sigstruct und ein iinit-Token. Das sigstruct erstelle ich als Entwickler, indem ich halt quasi einen Key erzeuge, die Enklave mit diesem Key signiere, diese Signatur dann halt in dieses Sigstruct packe, was halt auch das Measurement enthält, und die CPU überprüft dann halt diese Signatur beim Start.
Das EINIT-Token selber ist von der CPU erzeugt, auf dem ich die, auf der Plattform, von dem ich die gerade die Enklave starten möchte. Und wenn man sich das mal ein bisschen überlegt, naja, wo soll die Enklave, woher soll die CPU eigentlich wissen, dass die Signatur valid ist? Die kennt ja eigentlich meinen Key gar nicht. Es gibt eigentlich nur eine einzige Enklave, dem der die CPU vertraut, das ist Intels sogenannte Launch Enclave. Und diese Launch Enclave weiß, welche anderen Enklaven gestartet werden dürfen. Die stellt nämlich die EINIT-Tokens quasi für weitere Enklaven aus. Und mit diesem EINIT-Token kann dann sichergestellt werden, halt, dass alles passt. Jetzt hat man hier natürlich ein Problem, weil jetzt sagt natürlich Intel, welche Enklaven gestartet werden dürfen und welche nicht. Das hat Intel auch festgestellt. Deswegen gibt es seit neuestem in neueren Prozessoren ein Feature, das nennt sich Flexible Launch Control. Da gibt es dann einfach ich glaube, 4 Register oder sowas, die man mit einem SHA-256-Hash füllen kann. Also man geht halt in die Firmware, ins BIOS und dann tippt man da halt quasi sein Hash ein, wenn das BIOS das kann. Und dann kann man nur noch diese Enklave starten. Damit kann man sozusagen seine eigene Launch-Enclave bauen und die kann dann bestimmen, welche anderen Enklaven im System laufen. Da gibt es hier unten so einen GitHub-Link, wenn man sich das mal durchlesen möchte. Ne? Enter-Exit, nur eine spezielle Funktion, habe ich schon gesehen. Aber das alles ist uns eigentlich fast egal, weil es gibt ein Software-Development-Kit von Intel auf GitHub, mit dem man Enklaven bauen kann. Ob das toll ist oder nicht, erzähle ich euch ein bisschen später. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Interrupts. Wir haben eigentlich ja die ganze Zeit Interrupts, sei es durch den Timer-Interrupt oder durch Netzwerk-Traffic oder wie auch immer, weil man auf der Tastatur rumklippert. Jetzt ist es halt so, jetzt bin ich in der Enklave und jetzt kann ich ja nicht plötzlich einfach Interrupts ausmachen. Ja, sonst kann die Enklave ja keine Ahnung, meine ganze CPU übernehmen. Wollen wir nicht. Also hat sich Intel das Konzept von Asynchronous Enclave Exits überlegt. Immer wenn ein Interrupt passiert, wird ein sogenannter AIX getriggert und der springt dann zum Asynchronous Exit Handler. Der Asynchronous Exit Handler wird festgelegt, wenn ich die Enklave betrete. Also ich gebe dann nicht nur an, über welche TCS ich rein möchte, sondern ich gebe auch einfach diesen Pointer zu diesem Exit Handler an. Und wenn dann ein Enclave Exit passiert, dann wird halt da einfach hingesprungen. Und dann kann dieser Exit Handler bestimmen, was passieren soll, wenn der Interrupt abgearbeitet werden will. Ob er die Enklave quasi wieder betreten möchte mit E-Resume, damit an exakt der Stelle weitergemacht wird, wo der Interrupt passiert ist. Oder ob er kann auch irgendwas anderes machen. Er kann auch einfach sagen, nö, wir gehen jetzt erstmal wieder zum normalen Programm zurück. Oder wir betreten die Enklave komplett nochmal neu und fangen irgendwie nochmal komplett neu von vorne an oder irgend sowas. Ist alles möglich. Im SDK resumt er einfach immer. Man kann das auch nicht wirklich einfach ändern, es sei denn, man baut sich das SDK selber neu. Aber prinzipiell ist das möglich. Der gleiche Mechanismus wird auch durchgeführt, wenn irgendwie eine Exception oder ein Fault in der Enklave passiert. Gucken wir uns den einmal kurz an. Also ich habe hier meine normale Application, ich habe hier meine Interrupt-Service-Routine, ich habe hier meinen Exit-Händler und ich habe hier meine Enklave. Beim Betreten der Enklave gebe ich halt diesen asynchronen Exit-Händler mit. Dann werkelt meine Enklave und dann passiert ein Interrupt. Und das Erste, was gemacht wird, ist, dass der aktuelle Zustand halt in diese State-Safe-Area, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, reingeschrieben wird. Dann ist der gesamte Prozessor-Kontext liegt dann da. Dann wird in die Interrupt-Service-Routine gesprungen. Da wird der Interrupt behandelt. Und anstatt jetzt direkt in die Enklave zu springen, springen wir halt zum Händler. Der Händler kann dann entscheiden, was er machen möchte. Zum Beispiel die Enklave ja, wieder fortführen, also mit E-Resume. Dann wird der aktuelle Kontext da wieder rausgelesen, wiederhergestellt. Und dann geht es exakt an der Stelle weiter, wo wir quasi rausgesprungen sind. Liegt der Händler auch im Perl? Nein. Oh, okay. Der liegt außerhalb. Deswegen ist der böse rot. Ja. Genau, das ist also unter potenziell Angreiferkontrolle und der kann da machen, was er will. Das andere Modell von SGX sieht vor, dass nur der CPU vertraut werden muss. Das heißt, ich als Angreifer kann kompletten Root-Zugriff über das Betriebssystem, ich kann an der Hardware sitzen, ich kann irgendwelche, keine Ahnung, Oszilloskope in den Speicher klemmen und mir versuchen, den Speicher auszulesen. Das andere Modell sieht das vor, dass das erlaubt ist. Ich kann halt, die Idee ist halt, dass ich halt dann nur irgendwie Müll aus dem RAM rauslese und das Einzige, was ich machen kann, ist Denial of Service. Das ist die Idee. Also Denial of Service geht immer. Genau. Jetzt habe ich ja gesagt, Enklaven können keine Secrets beim Start haben, wir müssen die da irgendwie reinkriegen, aber woher weiß ich denn, dass eine Enklave auch wirklich eine Enklave ist? Und es gibt einen sehr schönen Mechanismus, bei dem Enklaven uns beweisen können, dass sie wirklich Enklaven sind und auch, dass sie wirklich die Enklave sind, die sie behaupten zu sein. Wenn sie das nämlich können, dann kann ich einen sicheren Kommunikationskanal mit der Enklave aufbauen und kann dann halt irgendwie meine Geheimnisse da rein tunneln.
Da gibt es zwei Mechanismen, einmal Local Attestation, das ist zwischen zwei Enklaven auf dem gleichen System, und es gibt Remote Attestation, das ist zwischen zwei, das ist zwischen einer Enklave, keine Ahnung, auf Vincents Laptop und meinem Laptop hier, beziehungsweise hier nicht meine Enklave, sondern zwischen mir und einer Enklave irgendwo anders. Dafür gibt es wieder irgendwie lustige Instruktionen, es gibt irgendwie eReport und eGetKey. eReport erstellt einen sogenannten Report. Das ist halt so eine lustige Datenstruktur, bei der der Prozessor ein HMAC mit dranhängt von sich selber mit irgendwelchen Keys, die er nur erkennt. Und die sind speziell für eine spezifische Zielenklave. Und dann gibt es halt noch so eine eGetKey-Instruktion, mit der man halt einen sogenannten Report-Key abrufen kann. Das Schöne ist, dass Reports können einen Payload haben, also quasi so eine Art Nonce, der 64 Byte groß ist. Das heißt, ich kann da zum Beispiel für Diffie-Hellman irgendwie eine Nonce reinschmeißen oder sowas. Oder ich kann einen Hash von irgendeinem Public Key reinschmeißen und den Public Key dann out of band mittunneln. Und somit kann ich, dadurch, dass ich halt was da reinpacken kann in diesen Report, den mir den Prozessor dann auch quasi so, also HMAC'd, ne, so, dann kann ich da einen sicheren Kanal aufbauen. Sieht das bei der Local Attestation aus? Ich habe zwei Enklaven, Alice und Bob. Die laufen halt auf der gleichen Plattform und die möchten jetzt gegenseitig sich verifizieren. Also erstmal möchte irgendwie quasi von Alice wissen, von Bob wissen, dass er wirklich halt eine echte Enklave ist. Was macht sie dazu? Alice schickt ihr eigenes Measurement an Bob. Das kann sie rausfinden, das ist relativ einfach. Bob ruft dann ihr Report auf mit dem Measurement von Alice und sendet diesen Report an Alice. Und Alice kann dann mit eGetKey einen Schlüssel abrufen, der benutzt wurde, um diesen HMAC zu erzeugen. Und dadurch, dass das ja auf der gleichen Plattform ist, weiß der Prozessor ja, welche Schlüssel er für welche Leute rausgegeben hat. Und dann kann Alice exakt einfach diesen Report nehmen, den HMAC selber berechnen und gucken, ob der passt. Und wenn das passt, dann weiß Alice, dass Bob eine Enklave ist. Und dadurch, dass im Report das Measurement der anderen Enklave drinsteht, weiß Alice auch, dass es wirklich Bob ist und nicht, keine Ahnung, Eve oder Charlie oder wer auch immer. Naja, dann hat man die eine Richtung, dann macht man das noch für die andere Richtung und dann ist man fertig. Wie sieht das jetzt allerdings aus, wenn Alice und Bob nicht auf der gleichen Plattform sind? Also ich bin jetzt zum Beispiel bei Bob und ich sitze hier vor meinem Rechner und ich habe irgendwo in irgendeinem Datenzentrum bei Amazon jetzt eine Enklave laufen, nämlich Alice. Jetzt muss ich da irgendwie das verifizieren können, weil wir sind ja nicht auf der gleichen Plattform. Dafür gibt es eine spezielle Enklave, die sogenannte Quoting Enclave. Die kommt auch wieder von Intel. Ist halt signiert von Intel. Und das funktioniert allerdings so. Man macht Local Attestation mit der Quoting Enclave und die Quoting Enclave wandelt diesen Report in einen sogenannten Quote um. Den Quote kann mir dann Alice geben und ich kann den Quote dann an den sogenannten Intel Attestation Service, das ist so ein HTTP-Service, weitergeben. Und der sagt dann halt, jo, passt oder passt halt nicht. Warum kann er das? Intel weiß ja, welche CPUs sie bauen. Das heißt, sie können in ihre CPUs irgendwelche lustigen Dinge einbacken, die sie halt einfach nachprüfen können. Intel nennt das irgendwie EPID, Enhanced Privacy Identification. Also sie können dir nur sagen, ja, das war einer unserer CPUs, aber sie behaupten, sie können dir nicht sagen, welche CPU. Da gibt's Paper drüber, warum das funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir das nicht durchgelesen. Sie behaupten, das geht. Wenn man jetzt dieses erwähnte Flexible Launch Control hat, dann kann man auch einfach seine eigene Quoting-Enklave bauen. Da gibt es von Intel sogar Beispiele dafür, wie man das dann halt ohne EPID, sondern mit seinen eigenen Public-Private-Key-Krypto-Zeugs macht. Genau. Und dann habe ich halt hier den gleichen Secure-Channel aufbauen können zwischen Alice und Bob, wie halt vorher auch. Dann kann ich da irgendwie halt Secrets reintunneln. So, okay. Wie sieht es mit Datenspeichern aus? Weil so eine Enklave möchte ja potenziell auch Daten speichern. Ja, kann sie machen. Beziehungsweise kann sie versuchen. Erstmal brauche ich irgendwie einen Schlüssel, mit dem ich Daten verschlüsseln kann. Ich kann mir einfach einen generieren und damit Daten verschlüsseln, das geht. Wenn ich die Daten aber auch an die Plattform binden möchte, kann ich auch mir Schlüssel erzeugen über die eGetKey-Instruktion. Und kann da sogar eine Identität angeben. Also nehmen wir mal folgendes Beispiel. Ich generiere mir über meine Emma-Enclave-Identität einen Schlüssel für diese Plattform. Dann kann ich diesen Schlüssel nehmen, damit Daten verschlüsseln und dann kann nur exakt diese Enklave diese Daten auch wieder entschlüsseln. Wenn ich das an die MR Signer, also quasi das Measurement des Signers, binde, dann können alle Enklaven, die von dem gleichen Schlüssel signiert wurden, quasi diese Daten lesen. Das ist ganz praktisch, wenn man Updates macht. Also wenn ich eine Enklave habe und ich kriege jetzt ein neues Feature und ich kriege dann Version 2 dieser Enklave, möchte ich potenziell, dass die auch die Daten von der vorigen Version lesen kann.
Deswegen ist das ein relativ gutes Feature. Jetzt ist es allerdings so, jetzt kann die Enklave kann Schlüssel erzeugen, kann Daten verschlüsseln, aber wo kann sie den hinschreiben? Weil sie kann ja nicht auf die Platte zugreifen. Naja, sie kann ihn nur dem Untrusted-System geben und sagt, ja, speicher mal. Und das Untrusted-System kann halt da draußen machen mit, was es möchte. Das kann die halt wegspeichern, es kann aber auch sagen, ja, habe ich gemacht und tut nichts. Genauso, wenn die Enklave Daten laden möchte, kann sie sagen, ja, lad mal bitte diese Daten. Und dann sagt das System, ja, du hast mir nie welche zum Speichern gegeben, obwohl das nicht stimmt. Das kann es alles tun. Die Enklave kann sich dann nicht wirklich drauf verlassen, aber trotzdem muss sie sich drauf verlassen. Genau. Das habe ich jetzt alles schon vorgenommen. Das habe ich gerade schon erzählt, ne? Emma Enclave, nur diese Enklave kann das lesen. Emma Signer, alle Enklaven beim gleichen Signing Key können das lesen. Forward Compatibility, bla bla bla. Genau. Es gibt noch einen dritten Mechanismus, sogenannte monotone Counter. Die kommen, die sind nicht von SGX selber, sondern die kommen über das Software Development Kit. Die behalten ihren Counterwert auch nachdem die Enklave irgendwie zerstört wurde. Und sie werden von der noch nie angegriffenen Intel Management Engine verwaltet. Sind deswegen auch nicht auf jeder SGX-Capable-Plattform erhältlich. Also wenn man sich irgendwie einen lustigen Server kauft, die haben meistens nicht irgendwie das, die Teile von ME, die man irgendwie dafür braucht. Ich habe hier mal aus dem SDK, aus der Doku, das mal rausgenommen. Ne? Creating a monitoring counter involves writing to non-volatile memory available on the platform. Also die speichern das, glaube ich, irgendwie der TPM oder sowas. Und auch ganz nett, repeating write operations could cause the memory to wear out during the normal lifecycle of the platform. Also wenn man eine böse Enklave hat und möchte irgendwie irgendwelche Leute ärgern, kann man auch die ganze Zeit einfach diese Counter draufschreiben und ja, das irgendwie für andere Leute unbenutzbar machen. Die Monotone Counter haben einen lustigen Design-Flaw. Wenn man sich einen Counter erstellt, bekommt man eine Counter-ID. Diese Counter-ID muss man wegsichern über diesen lustigen Mechanismus, damit, wenn die Enklave wieder hochfährt, sie sagen kann, ich hätte gerne wieder Counter mit ID 15 oder sowas. Naja, dadurch, dass der Angreifer ja das kontrolliert, was nach draußen getunnelt wird und draußen gespeichert wird, kann er einfach sagen, nö, Counter 15, also beziehungsweise du hast noch nie einen Counter angefragt. Und dann sagt die Enklave, gut, dann hole ich mir einen neuen Counter. Und dann machst du es nochmal und holst dich einen neuen Counter und einen neuen Counter und einen neuen Counter und so weiter und so fort. Und irgendwann sind alle Counter auf der Plattform belegt. Und dann kann keine andere Enklave mehr Counter benutzen. Super Design. Genau. So, kommen wir zum spannenden Teil, Software Development Kit. Es gibt ein Software Development Kit für Windows und für Linux, für C++ Entwicklung. Es gibt da so eine Standard-C, Standard-C++ Library, die man benutzen kann. Die C++ Library unterstützt sogar C++11. Da ist quasi alles rausgerissen, was System Calls macht. Das heißt, es gibt kein printf, aber man hat zum Beispiel snprintf und dann kann man sich ja selber überlegen, was man mit dem Buffer machen möchte. Genau. Und halt haufenweise Zeugs, was halt, ja, eigentlich alles, was aus der Enklave rausgreifen müsste, um das zu tun, was es tun möchte, fehlt da halt. Das Linux SDK ist Open Source. Es ist in drei Teile unterteilt. In den Treiber, in das SDK und das PSW. Den Treiber braucht man halt einfach, um halt, naja, die Enklaven können nur im Kernel-Space gestartet werden, erstellt werden, deswegen muss man halt diesen Treiber haben. Die versuchen den zu mainline seit 3 Jahren oder so. Ich weiß nicht, warum sie das nicht hinkriegen, aber sie arbeiten dran. Das PSW enthält so Plattform-Services, das ist quasi die Plattform-Software. Da sind so Sachen wie die Launch-Enclave und die Quoting-Enclave und so weiter drin. Und dann gibt es halt noch das SDK, was halt dafür da ist, um halt, naja, Dinge zu entwickeln. Man kann das alles selber bauen, da gibt es Anleitungen, das funktioniert für Ubuntu und Debian und, keine Ahnung, Red Hat und CentOS, bla bla bla. Man kann sich auch bei 01.org, das ist Intels Open Source Plattform, einfach die Pre-Built Binaries runterladen, wenn man möchte. Das Windows SDK ist nicht Open Source, das ist aber eigentlich egal, weil es Windows und weil, wenn man sich das Linux SDK anguckt, findet man oft mal so Stellen wie ifdev-win32. Also ist es auch irgendwie doch so Open Source. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass das Windows SDK die gleichen Quoting-Enclaves und Launch-Enclaves benutzt wie das Linux SDK. Beziehungsweise dadurch, dass die Enklaven ja self-contained sind, kann man die halt einfach austauschen. Ob das jetzt eine DLL ist oder eine SO, also ob das eine 11 war oder nicht, ist eigentlich kackegal, weil man braucht den ganzen Header ja nicht. Man braucht einfach nur Code, man springt dahin, fertig. Man braucht nicht mal irgendwie Hardware, das SDK hat einen Simulation Mode, das heißt, wenn euer Rechner zu alt ist, könnt ihr einfach das SDK runterladen, installieren und dann halt quasi so tun, als hättet ihr SGX, ihr habt halt keine Security, ne? Und es gibt halt Beispiele. Genau, das SDK abstrahiert sehr, sehr viele Dinge weg, was eigentlich ganz gut ist.
denn man deklariert ein sogenanntes Enklaven-Interface. Man muss sich gar nicht mehr um irgendwie TCS kümmern oder irgendwelche Einstiegspunkte und den ganzen, das braucht man alles nicht. Man definiert einfach sich nur noch ein Enklaven-Interface, was aus sogenannten E-Calls und O-Calls besteht. Also E-Calls sind quasi Calls in die Enklave rein, also von untrusted nach trusted, und O-Calls ist halt genau der umgekehrte Weg. Ich habe da mal so ein Beispiel mitgebracht, also zum Beispiel, also man definiert halt so eine, ja, man sagt, das ist eine Enklave und dann hier den untrusted tut man alle O-Calls und den trusted tut man alle E-Calls. Gucken wir uns mal den O-Call an. Ja, man möchte irgendwie zum Beispiel irgendwas printen, dann würde man halt so einen O-Call definieren, der halt irgendwie einen String nimmt. Man muss halt seine Pointer irgendwie so lustig annotieren, damit halt das SDK weiß, was es damit tun soll. Es generiert halt sehr viel Wrapper-Code, der einem dabei hilft, quasi Daten aus der Enklave rauszutunneln, beziehungsweise in die Enklave reinzutunneln. Und hier sagt man ihm eigentlich nur quasi, okay, wenn das aufgerufen wird, bitte nimm diesen Pointer, folge ihm, tu so, als wäre es ein String, also such quasi den Null-Terminator in C, kopier das dann bitte raus und dann kann man draußen seine Implementierung von diesem O-Call schreiben. Und die andere Richtung, wenn man halt was in die Enklave reingeben will, naja, dann hat man halt irgendwie diesen lustigen Call, man kann halt irgendwie Standarddatentypen haben, irgendwie so Int oder irgendwie sowas. Man kann auch hier irgendwelche Arrays haben, da sagt man dann, okay, das ist halt ein Array vom Typ UE nach T, das soll reingehen, und die Länge kommt halt in diesem Attribut dann, und dann kopiert das SDK dann automatisch entsprechend die Dinge ganz gut hin und her. Wie sieht das dann aus? Also ich als Entwickler kümmere mich eigentlich nur noch um meine App-C und meine Enclave-C, wo ich dann halt mein Hauptteil habe und dann meine Enclave, meine E-Call-Do-Stuff. Dann gibt es vom SDK so ein Tool, das ist der sogenannte Edgerator, der generiert halt ganz, ganz, ganz viel Wrapper-Code. Er generiert nämlich so eine Enclave-UC und eine Enclave-TC, also für Untrusted und für Trusted. Die Idee ist, dass es für den Entwickler so aussieht, als würde er nur noch einen Funktionsaufruf machen. Und der ganze andere Teil dazwischen halt wegabstrahiert ist. Also für mich sieht es so aus, dass ich E-Call Do Stuff aufrufe, was hier unten ist. In Wirklichkeit rufe ich aber diesen Wrapper-Code da auf. Der macht dann irgendwelche Dinge, der geht dann in die eigentlichen SDK-Libraries, das ist der Untrusted Runtime System. Da wird die eigentliche Enklaventransition gemacht, das ist dann die hier. Dann im Trusted Runtime System gibt es dann so ein lustiges Trampolin, was dann rausguckt, ja, welchen E-Call wollen wir denn aufrufen. Dann wird dann hier quasi das Ganze wieder ausgepackt, was da oben zusammengepackt wurde. Und dann wird der eigentliche E-Call aufgerufen. Und dann, wenn das zu Ende ist, dann geht es den ganzen Weg quasi wieder zurück. Das wird sehr, sehr schön wegabstrahiert. Seit neuestem kann man auch in anderen Sprachen außer C, C++ für Enklaven entwickeln. Es gibt zum Beispiel zwei Rust-SDKs. Einmal fangen wir mit dem von Baidu an. Das ist nämlich einfach aufgebaut auf dem von Intel. Wenn ihr dazu Fragen habt, ich habe davon keine Ahnung, aber ich habe gehört, dass Nora damit arbeitet. Genau, das benutzt auch diese EDL-Abstraktion und dieses E-Call-O-Call-Konzept. Es gibt auch noch eins von Fortanix, die nennen das Rust Enclave Development Platform. Das ist irgendwie anders. Das definiert irgendwie sein eigenes Rust-Target, bringt seine eigenen Tools mit und hat halt nicht diese Abstraktionsebene. Keine Ahnung, habe ich mir nicht angeguckt. Ist allerdings irgendwie so Open Source, das auch. Und falls man richtig Bock hat und unbedingt JavaScript in seinen Enklaven laufen lassen möchte, gibt es ein Paket für Node.js, den Node Secure Worker. Da hat jemand die Ducktape JavaScript Engine in eine Enklave portiert. Dann kann man quasi gewisse Teile seines Node-Servers in so eine Enklave tun. Ach, hier ist so eine Lautstärke-Dings. Dadurch, dass jetzt natürlich nicht mehr V8 ist, sondern Ducktape, ist das auch kackenlangsam. Das ist, weil Ducktape ist ein reiner Interpreter. Vorhin wurde doch schon darüber geredet, es kam mir jetzt wie dieses QuickJS. QuickJS, glaube ich, auch ein super Kandidat dafür. Weil es ist auch irgendwie self-contained und sowas, das müsste man auch mal da reinportieren. Genau. So, spaßiger Teil, Angriffe. Wie sicher ist das jetzt eigentlich? Kommt drauf an. Also, gucken wir uns nochmal Angriffe gegen SGX an sich an. Wie sieht das denn zum Beispiel aus mit Rollback-Attacken gegen Seiten, die irgendwie aus dem EPC rausgeswappt wurden? Können wir nicht machen, der EPC, die Versionen werden irgendwie getrackt beim Rausswappen, geht nicht. Wie sieht das denn mit Rowhammer auf dem EPC aus? Ja, geht. Weil ist ja ganz normaler Speicher. Allerdings werden natürlich Hash-Summen in dem EPC und auch in diesem lustigen Integrity-Tree verwaltet. Das heißt, bei jedem ich kann halt da lustig Bits flippen, aber sobald ich auf die Seite zugreife, kriegt der Prozessor das mit. Gibt es ein schönes Paper, SGX Bomb, Locking Down the Processor via Rowhammer Attacks. Ne, man baut einfach eine malicious Enklave, die auf dem EPC rumhämmert, und dann greift man auf Speicher zu und dann hält der Prozessor hart an.
Und wenn der hart anhält, dann, also in dem Paper haben sie das sehr lustig beschrieben. Sie haben da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Asus-Board gehabt oder sowas. Und sie haben dort geschrieben, dass sie das noch nie gesehen haben, dass ein PC sich so hart aufhängt. Die haben normalerweise, also das Ding hat sich dann aufgehangen, hat alles schön funktioniert, und dann haben sie den Reset-Knopf gedrückt. Und normalerweise, wenn man den Reset-Knopf drückt, passiert das ja relativ instant, dass dieser Rechner resettet. Weil der irgendwelche eine Reset-Line an den Prozessor hochzieht und dann funktioniert das quasi instant. Das passiert dort nicht. Der Prozessor ist so hart weg, dass das Mainboard irgendwann merkt, der resettet nicht und kappt den Strom. Weil anders dieses Ding nicht mehr zu resetten ist. Amazon bietet übrigens Cloud-Instanzen an. Microsoft Azure bietet Cloud-Instanzen an, wo man VMs kriegt, die SGX können. Das heißt, wenn ihr mal quasi alle VMs auf diesem Host töten möchtet, könnt ihr einfach Rawhammer dort fahren und dann ist dieser gesamte VM-Host tot. Und das muss jemand irgendwie diesen Rechner physisch rebooten. Das finde ich schon cool. Hast du das getan? Nein. Mach das nicht. Hat so. Jemand schon mal getan? Weiß ich nicht. Vielleicht. Also, keine Ahnung. Gut. Aber das ist jetzt nicht so ein Security-Bug, ne? Also man kriegt da keine Daten mit aus der Enklave. Okay, wie sieht das mit irgendwelchen Bugs in der Spezifikation aus? Keine Ahnung. Müsste jemand nachprüfen. Die Spezifikation ist halt offen. Also wenn man bei Intel auf diese Seite geht und dieses Manual runterladet, also dieses 5000 Seiten PDF, da steht dort drin, was jede einzelne Instruktion tut. Also der Pseudocode, was sie alles prüfen und was alles gegeben sein muss, damit irgendwelche Dinge passieren. Das heißt, wenn man möchte, kann man das mal, keine Ahnung, formal verifizieren. Intel hat das nicht gemacht, oder hat das teilweise gemacht, glaube ich. Sie sagen, da sind keine Bugs drin. Das ist ja nur die Spec. Wie sieht es denn mit der Implementierung aus? Das kommt jetzt davon an, ob man Side-Channels als Angriff sieht. Ich persönlich sage nein. Side-Channels sind für mich kein Angriff auf SGX, weil sie nicht nur SGX, also weil sie nicht SGX an sich kaputt machen. Komme ich gleich noch zu. Kommt immer drauf an, wie man das jetzt interpretiert. Wie sieht das aus, wenn man jetzt in die Management-Engine einbricht? Bricht man damit auch in SGX ein? Puh, also man kriegt halt diese monotonen Counter kaputt und die Management-Engine bietet auch ein Interface, um an Trusted Time zu kommen. Wenn man also in ME einbricht und der Enklave lustige Untrusted Time plötzlich unterjubeln kann, ist das vielleicht auch nicht so geil. Allerdings sind wir der Meinung, dass ME nicht den EPC lesen kann. Also dadurch, dass die Memory Encryption Engine hart in der CPU drin ist und eigentlich nur dafür da ist, dass wenn ein Speicherzugriff kommt, quasi das transparent zu entschlüsseln, damit die Daten entschlüsselt in den Registern liegen, glauben wir nicht, dass die ME da irgendwie rankommt. Dazu müsste die ME ja mit der CPU erst reden, um der CPU zu sagen, entschlüssel mir das mal bitte. Und wir hoffen, dass Intel nicht so dumm war, um da eine Backdoor einzubauen. Ich meine, ME ist ja so halb gebrochen, also wenn sich das jemand mal angucken möchte. Wir haben viele Rechner mit SGX, könnt ihr euch das gerne angucken. Wie sieht das mit Angriffen gegen die eigentlichen Enklaven-Anwendung aus? Also nicht gegen SGX an sich, sondern gegen die Anwendung. Was kann die Anwendung falsch machen? Wie sieht das mit Rollbacks gegen quasi Daten, die weggesichert worden aus? Man könnte versuchen, das mit monotonen Countern dagegen zu wirken, aber monotone Counter könnte man jetzt als kaputt ansehen. Und man hat einfach keine. Man muss halt Rollback Protection als Enklaven-Anwendung selber bauen und das ist gar nicht so einfach. Man könnte irgendwie also diese Enklaven-Version benutzen, aber das ist alles so, nicht so geil. Wie sieht es mit Jago und Time-of-Check-to-Time-of-Use-Attacken aus? Wenn man das SDK benutzt, dann ist quasi Time-of-Check-to-Time-of-Use quasi, weg, weil der Wrapper-Code, der generiert wird, quasi alle möglichen Sizes checkt, bevor es irgendwelche Dinge kopiert, beziehungsweise erst Dinge kopiert und dann checkt, was da so drin liegt und so weiter und so fort. Jago-Attacks kommt halt immer drauf an. Man muss halt gucken, was man halt. Also, Jago-Attacks geht es halt darum, dass ich sage, mach mal bitte X und dann macht das Betriebssystem aber normalerweise geht es dabei ums Betriebssystem-Interface. Also, ich mache einen System-Call und der System-Call, ich erwarte, dass irgendwas passiert und der System-Call macht das komplett anderes oder gibt mir total Müll zurück oder wie auch immer. Das kann bei der Enklave natürlich genauso passieren, beziehungsweise wenn die Enklave natürlich rausgreift und irgendwelche O-Calls macht, darf sie natürlich der Außenwelt nicht vertrauen. Sie muss immer alles doppelt und dreifach überprüfen, was da jetzt eigentlich zurückgekommen ist. Macht das überhaupt Sinn? Wie sieht es mit Angriffen gegen das SDK spezifisch aus? Time of Check to Time of Use habe ich gerade schon gesagt. Das SDK kopiert halt alle E-Call-Argumente, wenn man das möchte. Man kann das auch ausmachen, wenn man das selber machen möchte. Ob das so toll ist, weiß ich nicht.
Allerdings macht es keine Deep Copy von Structures. Also wenn man da irgendwie einen Pointer auf der Structure hat, dann kopiert er zwar die erste Ebene, allerdings weiß er natürlich nicht, dass da potenziell noch weitere Pointer drin sind und denen auch irgendwie folgen müsste. Das tut's nicht. Generell, SDK ist Open Source. Ihr könnt da hingehen und Bugs finden und alles kaputt machen. So, das Thema Side-Channels. Wie sieht's damit aus? Es gibt Side-Channels, die auch SGX betreffen. Das ist halt einmal Spectre. Das ist Foreshadow und das ist jetzt seit neuestem auch Zombie Load. Warum bin ich der Meinung, dass sie nicht, dass damit SGX nicht kaputt ist? Ich bin der Meinung, SGX ist damit nicht kaputt, weil es kein Fehler ist in SGX, der ausgenutzt wurde. Also Intel hat keinen Design-Flaw in SGX gehabt oder sowas. Die haben halt Design-Flaws in anderen Bereichen, hauptsächlich ihrem Cache-Design irgendwie gehabt. Foreshadow hat einen sehr netten Titel, ne? Extracting the Keys to the Intel SGX Kingdom, bla bla bla. Das war auch explizit der Angriff gegen SGX gedacht. Dann haben die netten Forscher aus, ich glaube es war Belgien, es war K.O. Löwen, ja, aus Belgien das an Intel weitergereicht. Intel hat sich angeguckt und sagt, oh shit. Und Intel hat dann auch festgestellt, oh shit, das geht sogar über VM-Grenzen hinweg und man kann damit Daten aus anderen VMs lesen. Also es ist quasi nicht, es betrifft halt nicht SGX an sich, sondern es betrifft halt irgendwie einfach mal wieder alles. Genau, wie halt alles andere auch. Bei Zombie Load bin ich mir ganz sicher, aber die anderen beiden sind definitiv durch Microcode-Updates gefixt. Bei Zombie Load, wenn man danach googelt, dann sagen die irgendwie ja, aber who knows. Der Witz ist allerdings, dass das, was sie da machen, hat natürlich wieder Kosten auf die Performance. Also zum Beispiel eine wenn man eine Enklave hat, die einen No-Op macht, also man betritt die Enklave macht exakt nichts und kommt sofort wieder zurück, dann dauert das ca. 6000 Cycles. Wenn man den Spectra-Fix mit reinbaut, dann dauert das 10.000 Cycles. Und wenn man den Foreshadow-Fix noch mit einbaut, dann dauert das 13.000 Cycles. Ich weiß nicht, was ist, wenn man den Zombie-Load-Fix noch mit einbaut, weil das habe ich noch nicht gemessen. Ansonsten hat das SDK auch noch einen Haufen M-Fences irgendwie reingestreut bekommen, um halt irgendwie nochmal gegen Spectra zu schützen. Und wie gesagt, diese Side-Channels sind alle nicht exklusiv zu SGX, sondern betreffen auch irgendwie VMs. Deswegen gehen ja auch irgendwie Amazon und Microsoft und Google immer so auf die Barrikaden, wenn es dann irgendwie heißt, scheiße, wir können irgendwie wieder aus dem Hypervisor ausbrechen oder solche Sachen. Oder über VM-Grenzen hinweglesen. Deswegen bin ich halt der Meinung, es macht SGX nicht kaputt. Das kann man anders sehen. Das akzeptiere ich. Genau, wie sieht das mit Side-Channels gegen die eigentliche Anwendung aus? Da gibt es auch nette Dinge. Da gibt es, angefangen hat das Ganze mit Control Channel Attacks. Deterministic Side Channels for Untrusted Operating System. Das ist ein sehr, sehr nettes Paper, kann ich vielen Leuten empfehlen. Die haben Folgendes gemacht: Sie haben einmal libjpeg in eine Enklave geschmissen und haben dann libjpeg gesagt, render mal bitte dieses Bild. Und dann haben sie von außen geguckt, auf welche Seiten libjpeg zugreift und haben dann rausfinden können, welches Bild libjpeg rendert, daraus, wie auf welche Seiten zugegriffen wird. Das gleiche haben sie dann nochmal mit Hanspell gemacht, um halt irgendwie Alice im Wunderland, was glaube ich, zu spellchecken und konnten damit den Text von Alice im Wunderland wieder rekonstruieren zu 98% oder sowas. Einfach mal, um zu zeigen, dass Leute auch nicht einfach off the shelf Open-Source-Software nehmen sollten und die einfach in den Klave stecken sollten, weil diese Software nie dafür designt war, in einer also in einer Umwelt zu leben, die so böse ist, wie die von SGX. Ich kann nicht einfach eine Library nehmen, die nie für Side-Channels gehardet wurde, und die einfach in der Enklave stecken, weil dann kommt jemand an, wie diese Menschen oder ich mit AsyncShock und dann plötzlich irgendwelche Dinge machen und dann geht's kaputt. Und dann kann ich irgendwie Sachen auslesen. Ja, in AsyncShock haben wir Synchronisationsbugs ausgenutzt, haben wir einfach mal einen Synchronisationsbug in der Enklave geschmissen, haben von außen einen lustigen Schedule vorgespielt, weil wir sind ja das Betriebssystem, wir dürfen das ja tun. Und haben diesen Synchronisationsbug einfach zu 100% getriggert und dann haben wir irgendwie Remote Code Execution in der Enklave gemacht. Dann Telling Your Secrets Without Page Faults ist quasi das gleiche wie da, nur dann haben in der Zwischenzeit haben Menschen gelernt, wie die Enklave feststellen kann, dass ihr quasi gelesen wird, welche Pages zugegriffen werden. Dann haben wir gesagt, okay, wir können das auch ohne, dass die Enklave das mitkriegt, indem wir halt irgendwie Stealthy Page Table Based Zeugs machen. Und dann haben noch Leute irgendwie festgestellt, dass irgendwelche Dinge sich mit dem Branch Predictor auslesen lassen und dem man quasi rausfinden kann, wo sich gerade die Enklave quasi lang executed. Das heißt, so Quintessenz ist, die Applikation, die in der Enklave läuft, kann niemandem vertrauen. Man muss auf so viel Zeugs achten, wie es nur geht, was halt Hardening angeht. Und ich glaube, es gibt keine Library, also selbst wenn man da irgendwie OpenSSL oder keine Ahnung was reintun würde, selbst das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht Side-Channel-resistant genug.
so viel von dem Krypto-Zeug würde ja wahrscheinlich auch Zeit verwenden und Zeit kannst du über die ME kaputt machen und dann ist auch wieder doof. Ja, das heißt, man muss halt sehr, sehr viel, ja, keine Ahnung, man muss halt sowas machen wie, okay, Branch A muss quasi von der Instruktion genauso lang sein wie Branch B und möglichst am besten auch Instruktionen benutzen, die ähnlich lange brauchen und solche Sachen. So auf dem Level muss man da arbeiten, wenn man das richtig sicher machen möchte. Und ich bin der Meinung, es gibt einfach niemanden, der das macht. So, alles wird besser mit mehreren Versionen. Das, was ich euch alles erzählt habe, ist Version 1. Bei Version 1 gibt es folgende Sachen. Das Enklaven-Layout ist immutable, das heißt, wenn man die Enklave einmal stellt, ist die fix. Wenn man da Seiten hinzufügen möchte später, ja, geht nicht. Wenn man da Permissions ändern möchte, geht nicht. Was ist also, wenn ich eine Enklave bauen möchte, die Code nachlädt? Naja, dann mache ich mein Heap-Executable. Kann man machen, das machen tatsächlich Leute, das ist halt kacke. Ja, weil wenn der Heap-Executable ist, dann ist der Read-Write-Executable. Und wenn jemand anders dahin schafft, es da Code hinzulegen, dann kann er den auch ausführen. Ist halt blöd. Da gibt's ganze Paper drüber und die sagen, ja, wir machen das immer so, wir können es ja nicht anders machen. Und das wird akzeptiert. Deswegen gibt's Version 2. Version 2 sagt, okay, ihr kriegt jetzt neue Instruktionen, um auch später noch Seiten hinzuzufügen und zu löschen. Das passiert allerdings nur in Absprache mit der Enklave. Das heißt, die Enklave sagt dem Betriebssystem, fügt mir eine Seite hinzu. Dann sagt das Betriebssystem, jo, habe ich gemacht, hier ist irgendwie sowas Tokenartiges. Und dann sagt die Enklave, ja, ich akzeptiere das jetzt. Das heißt, das Betriebssystem kann nicht von außen einfach random Seiten hinzufügen, weil die Enklave muss das erwarten und auch akzeptieren. Genauso kann die Enklave jetzt auch Seitenpermissions ändern. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich eine Enklave bauen, die Code nachlädt. Ja? Damit könnte ich auch eine Enklave bauen, die nichts anderes enthält, als eine Funktionalität, den Code nachzuladen. Und damit könnte ich auch erstmal eine Enklave bauen, die nicht mehr den Code enthält, den sie später ausführt. Das heißt, ich habe jetzt dieses Problem umschifft, dass Enklaven Plaintext sind beim Start. Das SDK hat da schon rudimentären Support vor. Die einzigen CPUs, die das bisher unterstützen, ist Gemini Lake. Wenn man das sich bei Intel Arc anguckt, gibt es exakt 4 CPUs, die sind nur in NUX verbaut. Es ist irgendwie ein Celeron und ein Pentium Silver. Das will man also gar nicht benutzen. Dann gibt es noch sowas Drittes, das nennt sich irgendwie SGX Oversub, weil SGX V3 wäre ja langweilig gewesen. Das ist eigentlich nur dazu da, um irgendwie den Leuten, die SGX virtualisieren möchten, zu helfen. Man hat irgendwie neue Instruktionen, um ja quasi EPC-Seiten an VMs durchzureichen und solche Sachen. Ich habe keine Ahnung, ob man das bereits kaufen kann. Aber die Spec sagt, das gibt es. Genau. Ja, wer in den letzten 3 Jahren irgendwie sich einen neuen Desktop-Laptop gekauft hat mit Intel-CPU, der hat wahrscheinlich SGX. Ihr könnt im BIOS, EFI, Firmware, wie auch immer nachgucken, ob es das hat. MacBooks haben zwar CPUs, die das können, haben keine Funktionalität im EFI, um das anzumachen. Die machen das nicht an. Bei irgendwie ThinkPads, Dell, Lenovo, bla bla, könnt ihr alle nachgucken, das könnt ihr anmachen, fertig. Wer benutzt das? Eingangs schon erwähnt, Cyberlink Power DVD macht das für 4K Blu-ray Playback. Die machen das sogar eigentlich relativ cool. Die sagen, ihr braucht einen Kaby Lake Prozessor und ihr müsst euer HDCP-fähiges Display an der internen Grafikkarte des Prozessors angestöpselt haben. Und Intel hat einen Mechanismus, um aus der Enklave direkt auf die Grafikkarte auf dem gleichen Prozessor, die auf dem gleichen Prozessor liegt, quasi zu reden. Das heißt, die Enklave kann das Bildmaterial entschlüsseln, an die Grafikkarte weitergeben, die kann es dann mit HDCP wieder verschlüsseln und halt sicher, ne, rausgeben. Dass HDCP kaputt ist, ist ja jetzt was anderes. Dann gucken sich das die Leute von Signal an. Die möchten nämlich eine private Contact Discovery haben. Weil aktuell ist es ja so, wenn ich irgendwie meinen Signal-Messenger aufmache und möchte gucken, wer hat auch noch Signal, muss ich irgendwie mein Adressbuch dazu den hochladen. Das ist ja irgendwie privacy-technisch nicht so geil. Das heißt, sie haben diesen Contact Discovery Service in eine Enklave gestöpselt, und die Idee ist, dass dieser Service halt die Datenbank hat und sie auch nie rausgibt. Das heißt, ich kann mich da anmelden und dann kann ich da irgendwie eine Telefonnummer oder sowas reinschmeißen und dann kann der mir sagen, ja, dieser Nutzer benutzt auch Signal oder nicht und keine Ahnung, was sie da noch an Daten rausholen. Die sind da sehr weit gegangen, die sind sogar so weit gegangen und gesagt, okay, sie geben nicht sofort was zurück, wenn sie den Match gefunden haben. Jede Anfrage muss immer gleich lang dauern, damit das halt möglichst oblivious ist. Da gibt's, einen längeren Blogpost zu. Das wird auch immer noch aktiv entwickelt, liegt auf GitHub, Open Source, kann man sich angucken. Dann gibt es von einer Firma namens Fortanix den sogenannten Self-Defending Key Management Service. Richtig toll.
da kann man halt, das hat eine SGX-Enklave, da kann man so Verschlüsselung, Keys reinschmeißen und so weiter. Das wird benutzt, wenn man irgendwie VMware, Hypervisor benutzt und man verschlüsselte VM-Disks haben möchte, dann gibt es so einen zentralisierten Key-Service. Normalerweise werden diese Keys auf so einem Hardware-Security-Modul abgelegt und die haben halt einfach gesagt, nee, wir machen das jetzt in der Enklave, weil das ist ja sicher. Und dann sind die Keys irgendwie da drin, man braucht kein teures Hardware-Security-Modul mehr, man stellt sich einfach nur einen Server hin, der das kann und dann reden die Hypervisor irgendwie sicher mit dieser Enklave, bla 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 und so weiter und so fort. Oder halt, wenn ihr Software baut, natürlich irgendwie your Software hier. Genau, also, zusammengefasst, wir haben SGX, wir haben irgendwie damit Trusted Execution durch das Konzept der Enklaven. Das ist sicher, weil es irgendwie Speicherverschlüsselung, Integritätschecks gibt. Es gibt ein Software Development Kit, könnt ihr euch angucken, könnt es runterladen. Ihr könnt dafür Software bauen, heute, jetzt, sofort. Aber passt auf, das Angriffsmodell ist ein drastisch anderes. Man kann sehr viel falsch machen, man kann sehr viel nicht bedenken. Ja, das war's quasi. Viel Stuff in kurzer Zeit, ja. Und alle diese Infos findet man auch im Software Developer Manual von Intel auf Seite 4177 und weitere.